20 der besten deutschen Damen und Herren waren zu Gast in Leimen. In der Geburtsstadt von Boris Becker fand einer von zwei Teilen des DTB-Sonderlehrgangs für C- und B-Trainer-Lizenzen statt, der sich speziell nur an nationale Top-100-Spielerinnen und Spieler richtet. Mit dabei war auch Ex-Profi Daniel Brandts. Ich habe ja dieses Jahr nach Wimbledon meine Profikarriere beendet und möchte natürlich auf jeden Fall im Tennis bleiben. Und da gehört ein Trainerschein auf jeden Fall dazu und fange jetzt mal mit dem B an. Mache den über den Deutschen Tennisbund, weil er relativ komprimiert ist und innerhalb von knapp 3 Monaten gemacht werden kann. Alle 2 Jahre gibt es die Chance, den verkürzten Weg zu nutzen. Vermittelt werden die gleichen Inhalte wie bei der normalen Ausbildung, nur in weniger Zeit. In 2 Lehrgangswochen wird den Anwärtern wie Daniel Brandts in Theorie und Praxis viel abverlangt. Also so ganz leicht, muss ich sagen, ist mir jetzt in den Tagen eigentlich nicht so viel gefallen, weil es doch relativ viel neue Informationen gibt und es ist einfach ein komplett anderer Input, den ich bis jetzt im Tennis hatte. Ich glaube, da gibt es auch keinen Vorteil, wenn man länger gespielt hat. Und es ist ziemlich verblüffend, was da eigentlich alles dazugehört, um einen Schlag gut auszuführen. Ja. Und das habe ich meine ganze Karriere eigentlich automatisch gemacht. Vom Anfängertennis bis in den Leistungsbereich sind Themen wie Trainings- und Spielform, Psychologie und Kondition abgedeckt. Vor allem aber steht die Fähigkeit, Technik und Taktik zu vermitteln im Fokus. Beste Voraussetzungen bringt das besondere Teilnehmerfeld dazu mit. Für den DTB ist es natürlich gut, dass wir unsere guten Spieler relativ schnell in den Bereich Trainer reinbringen, dass sie schnell die Lizenz erwerben können. Und für die Spieler ist natürlich gut, dass die einfach ihre Erfahrung mitbringen und dadurch auch etwas komprimierter dann ihre Trainerkarriere einschlagen können. Die Top-Spieler haben einfach den Vorteil, dass sie viel Erfahrung haben von der Tour, von den Turnieren und einfach viel Wissen haben. Und wir wollen natürlich auch diese Leute möglichst dann für uns, auch für den Sport gewinnen. Mit Erfolg, denn viele namhafte Trainer absolvierten den Sonderlehrgang, so wie in diesem Jahr Dieter Kindelmann, der neue Coach von Angie Kerber. Für Daniel Brandts ist es der erste Schritt nach dem Karriereende, alles aber ohne Druck. Man braucht viel Erfahrung und ich muss mir auch erst noch einige Sachen aneignen, aber ich hoffe natürlich, dass ich ganz viel, was ich jetzt selber als Profispieler erlebt habe, dass ich das dann auch weitergeben kann. Und jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den Trainerschein oder auf die Trainerscheine. Ich würde gerne den nächsten dann auch bald hinterher legen, wenn ich den schaffen sollte. Und was dann in der Zukunft kommt, das werden wir noch sehen. Vielleicht ja wieder die große Tennisbühne, dann eben nur in neuer Rolle.